Ich bin auf den Verband zugegangen. Die wissen, dass man sehr wichtig, sehr beschäftigt ist, als 5 gegen 5 Spielerin dann auch noch in der WNBA zu spielen im Sommer. Das hält einen schon sehr beschäftigt, aber ich wusste direkt, dass ich 3 gegen 3 spielen möchte, weil es so viel Spaß macht. Da wollte ich unbedingt dabei sein. Die verstehen das schon. Es war halt, als ich den Anruf gemacht habe, war es halt so, oh, okay, ey, wir werden dich vermissen. Überlegst dir nochmal, ob ihr wirklich Chancen habt. So waren halt die ganzen Unterhaltungen und da war auch ein bisschen Stress, aber im Endeffekt müssen die es halt irgendwie schon erlauben, weil man sagt ja immer, okay, man spielt für sein Land, man spielt auch für sein Team und das verstehen die dann auch. Ich glaube, ich verpasse 6 Spiele. Also es sind dann schon viele Spiele, weil wir ja auch eine kürzere Saison haben und alle aufeinander folgend sind und ich muss halt dann auch nochmal in Quarantäne, wenn ich zurückkomme. Vielleicht verpasse ich dann sogar noch mehr, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Klar, alle sagen halt, okay, das wäre eine riesen Überraschung, aber ich sehe es halt immer noch realistisch. Wir haben ein super Team, wir sind super talentiert und die haben sich schon Monate darauf vorbereitet. Und ich bin jetzt dazu gekommen, werde jetzt sehen, was die gemacht haben und ich freue mich. Alles, das wäre ein Traum, der in Erfüllung gehen würde. Ich glaube, Sportlerinnen, also ich auf jeden Fall, habe immer Olympia als Traum angesehen, immer im Fernsehen gesehen und diese Sportler und Sportlerinnen sind einfach top. Also da will man sein, man möchte klar auch auf dem Podium sein, aber das ist vielleicht noch ein bisschen hin. Wir schauen jetzt erstmal und dann qualifizieren wir uns.